So, es geht jetzt um das Thema Einführung in die Stöchiometrie. Und was stöchiometrisch bedeutet, möchte ich euch anhand einem Beispiel erklären. Und zwar geht es um Explosionen, und zwar speziell von explosiven Gemischen, die dadurch entstehen, dass ich ein brennbares Gas habe, das verdampft, also mit Sauerstoff gemischt explodieren kann. Zum Beispiel bei Benzin ist das der Fall. Benzindämpfe entstehen, wenn es ein bisschen wärmer ist und mit Luft gemischt, gibt das eben ein explosionsfähiges Gemisch. Dazu habe ich eine kleine Zeichnung rausgesucht. Diese Zeichnung deutet an, dass nicht jede Mischung aus brennbaren Dämpfen und Luft ein zündfähiges, also explosives Gemisch ergibt. Es gibt nämlich den Fall, dass ich zu wenig Brennstoff habe, dann habe ich ein sogenanntes mageres Gemisch. Dann bräuchte ich oder habe ich zu viel Sauerstoff, aber eben zu wenig Brennstoff. Oder ich habe ein zu fettes Gemisch, dann habe ich zu viel Brennstoff und zu wenig Sauerstoff. Und nur wenn ich ein gutes Verhältnis habe, da gibt es eben die untere und die obere Explosionsgrenze, dann habe ich ein explosives Gemisch. Eine zweite Zeichnung tut das ein bisschen nüchterner erklären. Hier von 0 Volumen bis 100 Volumenprozent, das ist also wie viel Brennstoff in einer Raumeinheit vorhanden ist. Und da gibt es hier eben diesen Begriff stöchiometrische Mischung. Das heißt, da haben wir also einen Begriff Stöchiometrie. Was bedeutet das? Hier wird ja ein Punkt angezeigt. Das heißt, ich habe ein ganz bestimmtes Verhältnis von Brennstoff und Luft, bei dem ich dann eine besonders gute Mischung habe, die besonders gut eben reagiert. Weil letztendlich ist eine Explosion ja nichts anderes als eine chemische Reaktion. So, was ist das denn nun? Warum ist denn nun eine Mischung ganz besonders gut? Dazu ein weiteres Bild. Ich habe jetzt hier mit kleinen Kügelchen dargestellt, zum Beispiel Atome. Und diese Atome reagieren miteinander zu solchen, nehmen wir mal an, Molekülen. Und bei diesem stöchiometrischen Gemisch habe ich so viele blaue und orangene Teilchen, sodass das Verhältnis gerade dem entspricht, wie die miteinander reagieren. Das heißt, jedes Orangene kann mit einem blauen Teilchen zusammenkommen und ein neues Molekül bilden. Das heißt umgekehrt, es bleibt eben auch nichts übrig. Bei einem nicht stöchiometrischen Gemisch, wie zum Beispiel hier, man kann es im Prinzip, denke ich, schon an der Färbung erkennen, habe ich mehr blaue als orangene Teilchen. Das heißt, wenn die Reaktion stattgefunden hat, habe ich also einige blaue Teilchen übrig. Das ist ein nicht stöchiometrisches Gemisch. Der Grund, warum die Reaktion hier nicht so stark ist, ist eben, dass diese blauen Teilchen etwas bei der Reaktion stören. Das heißt, sie können ja nicht mitreagieren, sie bleiben übrig, nehmen vielleicht auch Wärme auf. Naja, auf jeden Fall stören sie ganz einfach. Das heißt, ich habe ein nicht stöchiometrisches Gemisch, wenn ich nach Ende der Reaktion sozusagen auch Teilchen übrig habe, oder umgekehrt, ein stöchiometrisches Gemisch bedeutet, ich habe genau die richtige Anzahl an Teilchen von dem einen und vom anderen Stoff. Umgekehrt, natürlich bestimmen wir das im Vorab nicht mit Teilchen, sondern wir wiegen, wie viel habe ich von dem und wie viel habe ich von dem anderen Stoff, und ist das eben dann das stöchiometrische Verhältnis. Diese bestimmten Massen sind wichtig, dass eben eine Reaktion besonders gut abläuft. Es kann durchaus passieren, dass wenn man nicht das richtige Gemisch hat, dass eine Reaktion gar nicht stattfindet. Deshalb gucken wir uns mal, wie wir das also berechnen können. Ich habe jetzt eine Reaktion mal vorgegeben, das ist die Thermit-Reaktion, die ihr ja schon kennt. Eisenoxid reagiert mit Aluminium zu Aluminiumoxid und Eisen. Wichtig ist, dass die Reaktionsgleichung, die ich hier verwende, dass die ausgeglichen ist. Das heißt, ich habe hier drüben zweimal Eisenatome, hier zweimal Eisenatome und so weiter. Dreimal Sauerstoff, zweimal Aluminium und zweimal Aluminium. Das ist wichtig, denn ich möchte jetzt ja Massen finden, in welchem Verhältnis
die Stoffe, das Eisenoxid und das Aluminium, miteinander reagieren muss. Das schreiben wir auch gerade nochmal drüber, noch zur Erinnerung, was das hier ist. Also das ist ja das Eisenoxid und hier haben wir das Aluminium. So, jetzt möchte ich gerne wissen, wie viel brauche ich von dem Eisenoxid und wie viel von dem Aluminium, dass die also ideal miteinander reagieren können. Und da nutze ich ganz einfach das, was hier ja steht. Denn hier steht ein Teilchen Dieisentrioxid reagieren mit zwei Atomen Aluminium. Also gucke ich ganz einfach nach, wie viel wiegen die? Und dann kann ich einfach. Ja, dann kriege ich ja die Massen heraus. So, die Frage ist also, wie viel oder was ist die Masse von Fe2O3 und was ist die Masse von zwei Aluminiumatomen? So, damit wir das berechnen können, habe ich hier ein Periodensystem. Fangen wir mal vielleicht mit dem Einfachen an. Masse von Aluminium, zwei Aluminiumatome. Haben wir es denn? Da ist das Aluminium, die Masse, zur Erinnerung, es ist ja der obere Wert, ne? Das steht auch hier. Die Masse, die Zahl über dem Symbol gibt die Atommasse an. Üblicherweise ist bei solchen Periodensystemen auch immer eine Hilfe dabei, was eben die Sachen bedeuten. Also Aluminium 27O. Das heißt, ich habe hier 2 mal 27O. Das gibt auch im Kopf gerechnet 54O. So, und das gleiche dann beim Eisenoxid. Jetzt muss ich bedenken, dass ich zwei Eisenatome und drei Sauerstoffatome habe. Eisen hat ein Gewicht von etwa 56 U und Sauerstoff 16. Also habe ich 56 U, das Ganze mal 2, weil hier eine 2 steht, und 16 U mal 3. Jetzt bitte mal beachten, das habe ich also wirklich absichtlich gemacht. Ich habe den Index 2 bzw. 3 habe ich hinten dran geschrieben, damit wir also beides mal hier die Situation haben wie hier. Erst das Atom und dann die Anzahl. Genauso hier, vielleicht mit einer anderen Farbe. Ich habe hier vorne dran die 2, dementsprechend das da. Es ist eine Möglichkeit halt zu verhindern, dass da irgendwie was durcheinander gerät, dass man nicht was vergisst. So, das müssten wir dann auch mal ausrechnen. So, und das gibt zusammen 160 U. So, jetzt kann ich also sagen, ja, was kann ich hier ablesen? 160 U Eisenoxid reagieren mit 54 U Aluminium. Ups. So, mit 54 U Aluminium. Das ist ja jetzt nicht besonders viel. U ist ja eine Einheit, die ja extra eingeführt wurde für die Atommassen, weil die so klein sind. Da gibt es ja den Umrechnungsfaktor. Aber das ist eine ellenlange Zahl. Also man kann einfach vergessen, das kann man ja gar nicht abwiegen. Da müsste ich eben gleich die Atome abzählen. Was könnte man machen? Ja, im Grunde genommen könnte ich sagen, jetzt steht ja da oben jeweils ein Eisenoxidteilchen und und zwei Aluminiumatome, die miteinander reagieren. Ich könnte natürlich einfach sagen, naja, wenn es so wenig sind, die so wenig wiegen, dann nehmen wir einfach, einfach ein paar mehr. Also sagen wir, anstatt einem Eisenoxidteilchen nehmen wir vielleicht 2000 Stück davon. Und dann braucht man natürlich auch 2000 mal so viel beim Aluminium. Ja, also 2000 mal 2. So, was hätte ich dann? Ja, was muss ich machen? Ich müsste im Prinzip ja einfach sagen, okay, ich muss einfach meine Masse vervielfachen.
genauso sagen 2000 mal 160 U Eisenoxid reagieren mit 2000 mal 54 U, muss ein bisschen verrutschen mit meinem Stift, Aluminium. So, ups, da fehlt natürlich eine Null. Ja, also einfach das Ganze vervielfachen. Jetzt sind auch diese 2000 mal 160 U noch nicht so sonderlich viel. Was machen wir? Wir brauchen ja irgendwie eine Mengenangabe, die wir auch wirklich abwiegen können. Diese 2000 mal 160 U sind auch noch nichts. Und auch wenn ich Millionen mal das Ganze nehmen würde, es wäre immer noch nicht genügend. Ja, und da kam oder kommt im Prinzip die ganz einfache Idee zu sagen, ich mache was anderes, nämlich ich habe nicht den Faktor hier wie hier, Moment, schreiben wir mal hin, Faktor 2000, sondern ich suche mir einen noch größeren Faktor, der eben so groß ist, dass ich in einem Bereich lande, wo ich eben mit Gramm zu tun habe. Und das Einfachste, was es eben ist, ist, man nimmt gerade diesen Umrechnungsfaktor und nimmt den Faktor 6 mal 10 hoch 23. Das ist natürlich 6,023 oder so weiter. Das ist also ungefähr der Faktor 32. So, und das Schöne ist eben, dadurch, dass ich, also diese Zahl, die ist ja der Umrechnungsfaktor von Gramm in U. Und wenn ich entsprechend häufig oder entsprechend viele Atome davon habe, kann ich auch einfach gerade sagen, dass eben 160 Gramm Eisenoxid reagieren mit 54 Gramm Aluminium. So. Es ist nicht einfach nur eine, ja, dass ich die Einheit ersetze, dass ich aus Gramm U mache, sondern ich überlege mir schon dabei. Ich habe eben nicht nur 1 plus 2, sondern ich habe entsprechend viele Male das Ganze. So, dazu gibt es einen Begriff. Es ist auch noch etwas Neues, was wir jetzt noch nicht haben. Ich erwähne den Begriff erst mal hier, aber später wird er erst angewendet. Und zwar diese Anzahl 6 mal 10 hoch 23 Stück. Dafür gibt es eine Abkürzung. Und zwar entspricht das einem Mol. Dieser Begriff wird später sehr viel wichtiger werden. Jetzt haben wir aber erstmal Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Also zum Beispiel, dass eben 160 Gramm mit 54 Gramm Aluminium reagieren. Das ist perfekt. Das sind Zahlen, die wir abwiegen können. Und damit können wir eben auch ein stöchiometrisches Gemisch herstellen. So, und im zweiten Teil der Einführung in die Stöchiometrie zeige ich euch dann, wie man mit Hilfe dieser Informationen, die ich jetzt hier habe, dann auch Berechnungen durchführen kann, sodass man sagt, okay, was ist, wenn ich eben nicht so viel Eisenoxid mehr habe, nur noch 100 Gramm, oder ich habe nicht mehr so viel Aluminium, nur 10. Wie kann ich dann eben ausrechnen, wie ich dann die passende Menge des anderen Stoffes bekomme? Das könnt ihr dann gleich im zweiten Film weiterschauen.